siebte Tagesbewerb dann mit Maszel Boyas, Ungarn ein fünfter Platz. Ich habe ehrlich gesagt das Rennen nicht gesehen, ist schwer für mich einzuordnen. Ich glaube aber, das sind auch andere Kaliber, die da 1, 2, 3 waren. In unserer Garnitur hier sollte er zumindest Chancen haben, gut platziert zu laufen, oder? Das glaube ich auch, dass er gute Chancen hat. Und wir wissen, wenn es der Tag von Maszel Boyas ist, kann er jeden schlagen. Wenn es sein Wetter ist, seine Begebenheiten sind, dann ist er immer gut genug für alles. Er ist relativ gut drauf und also gutes Platzgeld sicher immer. Aber da steht daheim, kommt ab und zu trainieren oder hat sich da was geändert? Avatar Wett? Ja. Ja, der kommt zu uns immer trainieren, aber man sieht unterm Sattel, glaube ich, ist er zwei Klassen besser. Wobei er ist einer meiner Lieblingspferde zum Fahren, weil der gibt immer alles für mich. Und wenn der Jonas mit einem gute Überfahrt kriegt, ist er auch wieder schön dabei. Ja, und einen dritten im Bunde mit Angle of Attack. Der zweite Startreise natürlich immer ein bisschen schwierig. Es sind aber jetzt weniger Pferde im Feld, das ist sicherlich ein Vorteil. Innere Nummer in der zweiten Reihe, das heißt, man wird sich auch einmal dort ruhig verhalten und dann zum Schluss schauen, was geht. Ich denke auch, dass der Pauli so anlegen wird. Der Neiner sich eher als Vorteil, als wenn man einen Achter oder einen Siemer hat. Er ist gut drauf und ich glaube, Wien liegt ihm sehr gut am Anlaufertag. Das Internationale des Tages mit Aaron. Du hast den Ebrechtsdorf angekündigt, defensiver zu fahren. War das dann aber so beabsichtigt, dass du so weit am Start hinten bist? Nein, das war nicht. Da habe ich ein bisschen verschlafen, muss ich ehrlich zugeben. Und ich wollte mir eigentlich nur ein ruhiges Rennen geben. Und ja, der Start ist dann nicht geglückt. Also ich habe den Start eigentlich ein bisschen versäumt. Und heute mit Nummer 1 werde ich ruhig wegfahren und werde mir das Rennen anschauen. Und ich glaube, wenn ich ein passendes Rennen habe, bin ich auf jeden Fall. Er arbeitet sehr gut unter die ersten drei. Mit der Speedleistung hat man sehr zufrieden sein können. Du bist da innen gut durchgekommen dann in Ebrechtsdorf, aber die letzten 500 war, wie du eigentlich auch fahren wolltest, war er sehr schnell. Ja, er war sehr schnell. Er war auf Vierter oder Fünfter nur durchs Ziel und ich bin aber nur ruhig mitgefahren. Also er war top in Schwung, ich habe sicher 40 Meter aufgenommen im letzten Start. Also das wird mir heute nicht passieren und ich glaube, dass er auf jeden Fall unter die ersten drei ist.